Leicht behindert von stacheligen Dingen sitzt mir hier neben mir der Albert, der Rasterman und Pianoman, würde ich mal das bald sagen. Super! Welche verborgenen Talente hast du noch? Richard, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich muss jetzt mal nachdenken. Don't worry about a thing. Everybody go. Cause every little thing is gonna be alright. People want you to sing with me, come on. Say ho! Super, diesen Platz, den haben wir uns gerade ausgesucht. Ja, das ist genial. Ich liebe ja die Natur und die Felsen da und das alles mit den Bäumen, das ist super. Ja. Also verborgen sind ja die Talente nicht so wirklich, weil die zeige ich ja offen auf der Bühne. Gibt es da noch eine Überraschung? Ach so, naja. Mit der wir rechnen die können. Die Blockflöte hast du schon erwähnt, ja? Nö, habe ich ja noch nicht gesehen von dir. Oh ja, der, ah, ja, am 17.06. Ja, ja, haben wir eine Premiere gehabt, da habe ich beim Michi kurz ein Blockflöten-Solo gespielt. Das ist immer schon so, das rennt so bei mir ein bisschen mit. Seit der Schulzeit. Genau, und das ist so eine Spaßeinlage. Aber das mache ich so ein bisschen so Jeff Rotal-artig. Ja, da ist ja da traue ich mich wetten, dass du den Fotzhobel auch beherrscht. Nein, würde ich aber gern. Aber habe ich noch nie irgendwie mich überwunden, das zu lernen. Aber das ist ein super Instrument auch. Ja. Schon ziemlich lange mit dem Michael. Jetzt werde ich mal testen, wie gut kennst du ihn mittlerweile. Oh, okay, super. Was glaubst du sind, ich frage ihn das natürlich später auch, was glaubst du sind seine absoluten Lieblingssongs mit der Sessions Band? Naja, zum Beispiel Harley Holy hat sie jetzt in letzter Zeit herausgemausert. Das ist ein sehr schönes Cover. Ich meine, ich weiß nicht, ob er wahrscheinlich seine eigenen Lieder auch fast lieber hat. Er wird beides aussuchen. Aber ich glaube, beides hat er gern. Seine eigenen und seine Covers. Und er hat ja auch viele Covers, die er sozusagen umtextet genau, hat. Genau, das sind ja eigentlich also schon eigene fast. Er mag ja die Balladen sehr gern. Also gerade diese Liebeslieder und so, das taugt ihm sehr. Gerechtigkeit ist auch ein Lied, was ihm sicher sehr wichtig ist. Na, ich bin schon neugierig, was der Michi da als Antworten gibt. Mhm. Ich habe es beim letzten Live-Konzert im Donaupark gesehen. Du hast es genossen, bei den Leuten im Publikum zu sein. Wie sehr liebst du als Künstler diesen direkten Kontakt mit den Fans? Das ist der wichtigste Teil, um zu spüren, wie es den Leuten geht. Um ihre Gesichter zu sehen, ihr Lachen zu sehen, ihre Freude zu sehen. Und darum ist es einfach so schön, dabei zu sein. So noch. Liebe wird immer.
hast jetzt im Moment nach der neuen CD natürlich ein leicht umgekrempeltes Programm. Gibt es bei der neuen CD irgendwelche Songs, die dir besonders viel bedeuten? Also ehrlich gesagt bedeutet mir jeder Song etwas, weil jeder einzelne Song sehr Liebe, sehr Zeit, sehr Aufmerksamkeit braucht und jeder Bedeutung hat. Und darum kann ich immer nur sagen, was mir im Moment gut gefällt, was ich gerade gern höre, was eine bestimmte Stimmung macht. Das sind unterschiedlich in der Geschichte. Aber im Moment zum Beispiel höre ich nicht gern den Weho Epilogue. Die Instrumentalversion. Ja, mit den Geigern. Genau, weil es mir sehr viel Ruhe bringt und sehr viel Freude und ich mir immer vorstelle, ich bin der Adler, der übers Land schwebt. Jetzt Geigen ist gleich ein guter Überstieg zu einem anderen, nicht so oft bisher in der Sessions Band vertretenen Instrument. Du hast in letzter Zeit mit dem Börne, mit dem Wolfshart, auch mit der Flöte viel gearbeitet. Was ist das Interessante an dieser Zusammenarbeit? Weil es da um das Indianer-Feeling geht, von dem Lied Weho. Und weil die Indianerflöte ja sein Hauptinstrument ist, in dem man sich ausdrückt. Also bis vor kurzem hauptsächlich Instrumentalist. Und es ist einfach die Flöte genauso wie auch die Geige oder andere Instrumente, einfach was ins Herz geht, eine Ruhe macht, eine Ruhe bringt und auch die Tradition der indianischen Musik durch die Flöte sehr gut rüberbringen kann. Und das ist optimal passend, dass der Börne das spielt. Der Wolfshart Börne ist ein Stammgast beim kleinen Stadtstreicher, kann man schon sagen. Ja, da gibt es einige schon, gell? Aber kann mich einige erinnern. Aber jetzt so die Frage, Börne, bist du jetzt auch ein Sessioner geworden? Das hat sich jetzt dazu bin ich so ergeben mit den Michi Seider, weil er mich ein paar Mal gefragt hat, das ist so vorige Woche und diesmal, ja, kommst wieder. Und dann habe ich meinen Terminkalender geschaut und gesagt, du Michael, ich habe kein Konzert. Ich komme gerne und somit war ich heute wieder da. What was the way? What was the way? What was the way? Jetzt Micha, der neue CD und du auch, habe ich gehört. Genau, ja, so ist es. An Michael seiner CD spiele ich einen Titel eben und auf meinem neuen Album, das ist wieder mit dem Robert Horrat, das zweite Album, das ist unser Projekt, dieses Acoustic Ride Project und da haben wir jetzt eine wunderschöne EP aufgenommen namens Acoustic Sunrise. Alles Gute, wir werden uns sicher wiedersehen. Ich bin überzeugt davon, ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ciao. Absolute Lieblingssongs von Michael Seider, die Michael Seider besonders gerne hat? Ja, die gibt es immer, aber die sind nicht immer die gleichen, die sind unterschiedlich. Das ist eine Frage der Stimmung, der Frage, was ich gerade im Kopf habe, was mich gerade bewegt, berührt und je nachdem ist der entscheidende Song dann da. Und ich kann jetzt, also ich könnte jetzt sagen, im Moment ist einer der Lieder, die mich besonders immer ansprechen,
eben Ich wünsche dir, das ich für die Uli geschrieben habe. Ich wünsche dir Kraft für diese Welt, wünsche dir das, was dir gefällt. Augen, die das sehen, was große Denken nicht verstehen. Aber genauso würde es auch sein, Liebe wird es immer geben. Oder auch Gerechtigkeit oder genauso eben Weho oder Sessions Band Tribute, wenn wir dann spielen auf der Bühne. Ich drehe mich um, ich sehe meine Jungs, dann geht es um Rock und dann geht es darum, dass wir wirklich spielen und Gas geben und dass jeder zeigen kann, was er am besten drauf hat. Wenn es Folk poppt und Rock, geile Musik, die uns poppt, wollte die die Menschen inspirieren und motivieren. Was Trump's Community Talk, der Brut und Polala, coole Döner, Violin und dem Ohren mit dem Come on, Börde! Ansonsten ist es ein Moment der Stimmung. Wenn er kommt, ah, super Song, freu mich drauf. Oder darum haben alle denselben Platz eigentlich. Ein Sechser für mich ganz allein, hab ich im Leben gehabt. Ich teile an dir, Klot durch zwei. Hab ich im Leben gehabt. Hab ich im Leben gehabt. Ein Geschichte in jeder Bühne, hab ich im Leben gehabt. Du weißt ja, der kleine Stadtstreicher ist ein erklärter Michael Seider-Fan und liebt irrsinnig viele Songs von Michael Seider. Aber was glaubst du, welcher Song ist der absolute Lieblingssong vom kleinen Stadtstreicher? Also wenn ich mich nicht täusche und mich erinnere an das, was du bisher gesagt hast, dann wäre es Gerechtigkeit. Völlig richtig, Michael. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, gerade in unserer schwierigen Zeit, die nicht leichter wird. Nein, es ist aber gleichzeitig auch schwer, weil wir versuchen, Nachdacht. Ich möchte den Leuten eine gute Zeit bieten und trotzdem etwas zum Nachdenken. Und darum baue ich dieses eine Lied ein, weil es ein bewusst ein kraftvoller Song ist, der deutlich machen soll, wie wichtig Gerechtigkeit ist. Also mir wichtig ist, in dem Fall dir und vielen anderen auch, in der Hoffnung, dass es für mehr Leute eine Bedeutung bekommt. Und wenn sie sich dafür interessieren und genauer hinhören, dann ja, hoffe ich, dass es ihr Herz und ihren Geist berührt, damit sie bereit sind, was zu verändern. Oh,